Wenn ich auf der Bühne bin, dann fühle ich mich frei. Ich habe das Gefühl, dass ich alles tun kann. Und aus diesem Grund fühle ich mich einfach sauwohl auf der Bühne. Ich bin Miss Roxy. So, ihr Süßen, Mutti ist da. Können wir. Mein Name ist Miss Roxy, ich bin 29 Jahre jung und komme aus dem wunderschönen Hildritzhausen bei Stuttgart. Drag hat mich irgendwann interessiert und eine Freundin hat mich dann mal geschminkt. Kein Mensch hat mich erkannt und ich fand's geil. Der größte Unterschied zwischen Roxy und Patrick ist, glaube ich, dass Roxy Patrick mehr Möglichkeiten gibt, sich selbst auszudrücken und so ein bisschen extremer auf die Kacke zu hauen. Meine Message ist so simpel wie genial. Ich möchte, dass es den Leuten nicht darum geht, wer auf der Bühne steht und wie die aussieht, sondern was es mit einem macht. Auch wenn ich mir viel Mühe gebe, so auszusehen, ist es mir nicht wichtig, dass die Leute mit dem Gedanken nach Hause gehen, die sah krass aus, sondern das hat mich berührt oder ich habe was mitgenommen. This one's for all my mean girls. Ich habe heute dabei meine Mutti, ihren Partner und eine meiner besten Freundinnen. Es steckt sehr viel Herzblut drin. Er macht es mit großer Leidenschaft, auch Professionalität natürlich. Ich platze vor Stolz, tatsächlich. Kinders Mutti ist bereit. Ich stehe in den Startlöchern. Ich habe tierisch Bock auf euch. Verpasst es nicht. Miss Roxy is in the building. Wow, wow, wow. Oh, Lydia. Oh. Nee. Oh. Aber das sind doch jetzt gerade bestimmt 2,20 Meter, oder? Yes. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Menschen. Wow. Mein Name ist Miss Roxy. Ich bin 29 und freue mich mega, heute hier zu sein. Wie lange brauchst du für einen Kopf? Für einen Kopf? Ja. Zwischen 2 und 3 Stunden. Ehrlich? Ja. Und das macht dir aber Spaß? Absolut. Machst du selber, ne? Ja. Oder ja. Wie geht das hier? Das ist dann so ein Aufsatz, ne? Oder im Prinzip ziehst du das an und versuchst es irgendwie so gut wie es geht zu verdecken. Ich mach's mit einer Kette. Okay. Dann ist die Illusion. Ach so. Ah. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schöne lange Beine, mein lieber Schatz. Dankeschön. Was machst du beruflich so? Ich unterrichte Klavier an der städtischen Musikschule bei mir in der Nähe. Also ich darf Musik beruflich machen. Und den ganzen Tag der irgendwelchen Kindern oder Erwachsenen oder alles? Ja? Von morgens bis abends, alle Alter. Also ich habe, mein Jüngster ist 6 und der Älteste ist 84. Ich meine, wenn die wollen, ja. Wenn die wirklich wollen, dann macht das ja Spaß. Absolut. Ja, aber was machst du mit den Kindern, die null Bock haben? Viel reden und viel, ich versuche alles rauszukitzeln, damit sie Bock haben, weil Musik ist sowas Geiles und ich glaube, jedes Kind findet irgendwie Bezug zur Musik oder jeder Mensch. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts und dann muss man das auch erkennen, aber ich denke, ich lasse nichts unversucht. Ja. Ja. Ja, okay. Was spielst du für einen Titel? Ich habe euch Simply the Best von Tina vorbereitet in einer Balladenversion und ich würde mich da auch am Klavier selber begleiten. Okay. Wow. Auch spannender Boden. Ja, ne? Oh, meine Heiz. Das habt ihr doch extra gemacht. Alright. I call you when I need you. My heart's on fire. You come to me, wild and wild. You come to me, give me everything I need. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong, babe. You're simply the best, better than all the rest. You're better than anyone I've ever.
I'm stuck in your heart. Oh, I hang on every word you say. Oh, tear us apart. Baby, I would rather be there. Ja, ich fand das erstmal vom Arrangement sehr interessant. Habe ich noch nie gehört in so einer Balladenversion. Und zur Stimme. Also hätte der Patrick da jetzt gesessen in der Jeans und im T-Shirt, hätte ich dir auch gesagt, du singst toll. Dankeschön. Hast sehr viel Gefühl in der Stimme, die klingt weich, bohrt sich so ins Herz rein. Hast toll gemacht, super. Dankeschön. Patrick! Pietro. Es ist so besonders irgendwie alles, gerade dich hier so sitzen zu sehen. Und gleich stehen. Und stehen zu sehen am Klavier mit deinen 220. Klavier spielen, entweder man kann es oder man kann es nicht. Und du hast auch Klavier mit Gefühl gespielt. Das ist auch. Ja, vor allem hast du nicht so was, so viele wollen dann immer zeigen, dass sie Klavier spielen können und vergessen die ganzen den Gesang. Ja, und manche machen alles kaputt. Du hast nicht deinen Gesang kaputt gemacht. Wir suchen hier besondere Kandidaten. Du bist sehr, sehr besonders. Also Dankeschön. Für mich persönlich hat das Gefühl ein bisschen gefehlt. Da sieht man, da sind so ein bisschen Differenzen. Ja, ja. Ja. Ich glaube, du kannst noch viel mehr machen, dass es mich hier wirklich umhaut. Aber stimmlich für den Auftritt heute reicht es für mich. Vielen Dank. Danke dir. Es war einfach angenehm. Es war schön. Ich muss in einer Sache Pietro zustimmen. Ich fand, da haben ein bisschen Gefühle gefehlt. Aber irgendwie... Ich finde dich voll speziell und ich mag dich und ich würde dich gerne weiterhin sehen. Vielen Dank. Also ich war komplett enttäuscht. Okay. Weil es war plötzlich zu Ende. Oh Gott. Und ich wollte dir länger zuhören. Dankeschön. Mit so viel Gefühl und Liebe für mich. Danke, Beatrice. Oh mein Gott. Sage ja. Dankeschön. Gordana. Auch ein Ja. Yes. Ja, klare Sache für uns. Schon mal ja. Jetzt kommt das Schreien. Ja! Vielen, vielen Dank. Das war sehr gut gerade. Extrem große Last fällt gerade ab. Für die nächste Runde nehme ich mir vor, auf jeden Fall die Kritik von Pietro und von Loredana umzusetzen. Ansonsten Vollgas geben und alle Facetten zeigen, die ich zu bieten habe. Roxy, Recall Queen.